Hallo liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zu unserer Live-Sendung. Endlich sind wir wieder live. Zum achten Mal, es ist die achte Live-Sendung und hier bimmelt es gleich. Ach, wir sind live. Ja, richtig, wir sind live. Die ersten haben uns schon wieder geschrieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und es ist natürlich super, wenn ihr weiter einschaltet. Ja, das wäre sehr schön, weil sonst guckt ja keiner zu. Ja, richtig. Und natürlich ist am Wochenende viel passiert. Ja, es ist extrem viel passiert und wir werden auch darüber reden, aber wir werden den Ausblick auf das kommende Wochenende an den Anfang setzen, genau, weil wir mit unseren Gästen viel zu besprechen haben. Ja, wir haben ganz viele Fragen an unsere Gäste, aber erstmal begrüßen wir, bevor wir es vergessen, heute wieder zu unserem Mike Schneider, der Mann an der Kamera, am Schnitt und überall. Hallo Mike! Ich kann ihn jetzt nicht sehen, aber ich kann sagen, er ist da. Ja, und der Mann, der es natürlich nicht lassen kann, immer wieder Zwischenrufe zu starten. René Falkner, schön, dass wir da sind. Hallo, lieber René. Und Martin hat es gerade angesprochen, wir haben natürlich tolle Gäste dabei. Erstmal ist dabei unser Marc Valenta. Er ist Vorstandsmitglied und Sicherheitsbeauftragter von Chemie Leipzig. Hallo Marc, schön, dass du geschafft hast. Und wir haben einen Mann da, der auch ganz viel mit Fußball zu tun gehabt hat, jetzt aber eher so im extremen Bereich ist und viel, viel Sport macht. Es ist Peter Schlieder. Hallo Peter. Was er alles macht, und das ist wirklich extrem, wird er uns nachher noch erzählen. Ja, viele Bilder hat er mitgebracht, viele Videos, also wirklich mega. Richtig interessant, da lohnt es sich dran zu bleiben. Und natürlich Marc Valenta, alles zum Chemiepokalspiel, DFB-Pokal, werden wir auch drüber reden. Und wir blicken jetzt als erstes mal kurz zurück, würde ich sagen. Und auch irgendwie auch aus. Ja, wir blicken ein und aus. Genau, das machen wir. Das läuft ja wie das Länderspiel, um es mal so zu sagen. Ja, na? Früher. Früher. Ja, da sind wir erstmal dabei und zwar bei Martin Schulz. Nicht der Martin Schulz, der ist ja raus, der ist weg, er ist zwar noch da, aber man... Also nicht der Politiker, sondern unser Martin Schulz, Paralympicsieger 2016. Genau, 2016 Europameister in diesem Jahr, Vize-Weltmeister in diesem Jahr. Er hat sich nicht ganz so gefreut, weil er hätte gern gewonnen. Aber jetzt hat er gewonnen und zwar beim Weltcup, beim letzten Weltcup in diesem Jahr in Portugal. Und da gratulieren wir natürlich. Und er hat uns sogar ein Video geschickt. Ja, da können wir uns mal reingucken. Na klar. Hallo Leute, viele Grüße von der schönen Insel Madeira. Hier war dieser mein letzter Weltcup, den ich konnte. Ist natürlich ein schöner Saisonabschluss und ich freue mich bald bei euch in der Sendung zu sein und viele Grüße bis dahin und bis bald. Na klar, lieber Martin, du hörst natürlich bei uns am 12.11., also merkt es euch vor, am 12.11. Einen Tag nach dem 11.11. Richtig, ja, und zwar ist es dann ein Piemaker, da sind wir dann mit ihm gemeinsam im Talk und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ab, sagen wir 15.30 Uhr vorbeikommen, da seht ihr ihn und könnt natürlich auch lecker Pie essen. Lecker Pie. Mhm, definitiv. Ja, bei den Ice Fighters gab es gestern auch ganz glückliche Fans, denn... Gewonnen gegen die Black Dragons aus Erfurt. Ja, 5:4 quasi in der letzten Minute haben sie dann noch das 5:4 geschossen und müssen aber jetzt schon wieder am Freitag, respektive morgen, müssen dann schon wieder nach Erfurt, da gibt es das Rückspiel, hoffen wir mal, dass sie da auch gewinnen. Und am Sonntag gibt es auch schon wieder das Spiel. Da sind sie wieder im Kohlrabi-Zirkus und da geht es gegen Duisburg. 17 Uhr ist da, na Anpfiff heißt ja nicht Anpuck, an... Anbulli. Anbulli. Anbulli, ja, ist richtig. Man muss sich nur auskennen im Sport. Ja. Dankeschön. Dann kommen wir mal zum Rugby und auch die Rugby, die spielen feiern, wieder. Die feiern vor allem auch, denn es wird 555 Jahre oder wie die Chinesen sagen, 555 Jahre Stameln gefeiert und da wird natürlich auch bei den Rugby-Spielern und Fans gefeiert, denn die sind ja ein Stamm. Ja, sehr, definitiv und vor allen Dingen spielen die dann um 14 Uhr gegen RK03 Berlin. Die haben sie letztes Jahr noch kurz vor knapp haushoch geschlagen und sind somit in der ersten Bundesliga drin geblieben. Also hoffen wir einfach. Die Vorzeichen sind gut. Ja, die haben ja jetzt auch gegen Hamburg 15:18 gewonnen und das andere Spiel vorher auch ganz hoch. Ich denke mal, die willst sind du auch jemanden siegen sehen, musst du mal zum Rugby gehen. Und zwar am Samstag. Nach Stameln ab 14 Uhr geht's los. Die Wölfe! Haben schon wieder verloren. Jetzt bei dem Brose Bamberg hieß es am Ende 88:73. 68:73. Nee, 88:73. Du hast mir 68 aufgeschrieben. Ja, aber da ist der Fall. Ist immer schlecht, aber 88:73. Jetzt werde ich auch noch manipuliert. Nee, apropos. Musst du auf die Grafik gucken. 88:73. Lass mich diese Verwirrung kurz nutzen, ja, um zu sagen, dass wenn ihr zu Hause euch hier in die Sendung einklinken wollt, dann könnt ihr diese Nummer, wenn die clevererweise mit Neonstift geschrieben wurde, nee, hier oben, das ist die 0341. Kannst du rückwärts lesen? Ja, vor allem kannst du mal auf die andere Kamera schalten. 331876444. Das ist unsere Nummer. Ah, ja, da ist er. 0341 331 87644. Da könnt ihr uns Fragen stellen, da könnt ihr
irgendwelche Sachen fragen und vor allen Dingen auch später dann unseren Gästen nochmal entsprechend eine Frage stellen. Ja, klingt euch ein? Wir sind nicht ohne Grund live, sondern wir machen das ja auch, damit ihr mitmachen könnt. Also kommentieren, anrufen, teilen, alles, was man so machen kann in der heutigen sozialen Welt. Ja, wichtig. Teilen ist vor allen Dingen so, damit mehrere Leute oder eure ganzen Freunde alle wissen, wie toll es ist, hier bei uns zuzuschauen. Ja, und weil wir immer die Fragen kriegen, wo kann man euch denn sehen und so weiter und so fort. Wir sind in erster Linie jetzt gerade live auf Facebook, wie ihr seht. Ja. Das ganze Ding kann man dann nochmal komplett wieder sehen, wenn es vorbei ist. Richtig. Auf YouTube kann man es sehen. Auf YouTube sind wir. Die LIZ teilt uns. Wir sind noch bei Sachsenkick. Sachsenkick TV, Kickfieber. Die grüßen wir übrigens. Vielen Dank für die Kooperation. Ja. Also mit ganz, ganz vielen. Man kann uns überall sehen letztlich. Ja. Wir werden aber den YouTube-Kanal ein bisschen mehr nach vorne bringen in den nächsten Monaten und Wochen. Das heißt, die nächste Sendung am kommenden Mittwoch, die wöchentliche Sendung, die gibt es dann auch auf Facebook zu sehen, aber nur mit dem Link zu YouTube. Und da wird übrigens Stefan Schädler dabei sein, der Marketingchef von den, weil wir gerade sind bei den Wölfen, von den Wölfen wird bei uns sein, wird uns erklären, warum jetzt gerade leider die Wölfe letzter Platz sind, und zwar auf Platz 18 und es momentan nicht gut läuft. Und wir haben dann noch einen Einspieler nächste Woche. Ich war nämlich auf der Pressekonferenz, wo sie schon auf das Spiel gegen Bayern München hingewiesen haben. Und da wurde auch der Trainer mal gefragt, woran liegt es denn und so weiter und so fort. Und der Tenor war, weil er ja auch schon ein bisschen angegriffen ist, er wird nicht richtig verstanden. Und sie wollen jetzt noch ein paar Spieler holen, um die Mannschaft zu verbessern. Aber der Spieler, die Englisch sprechen oder Deutsch? Der Trainer spricht nur Englisch. Ach so, ja. Das ist das Schwierige, glaube ich. Aber die internationale Mannschaft dort, die kann sicherlich Englisch, daran wird es nicht liegen. Dennoch glaube ich, dass der Trainer ein bisschen unter Druck ist, wenn er die nächsten Spiele nicht gewinnt. Ja, also Fans, haben es ja beim letzten Mal schon gesehen, sind nicht so toll erfreut. Wir haben übrigens auch eine Grafik, damit ihr es mal sehen könnt. Aber wenn nicht, ist nicht schlimm. Wir zeigen es dann. Ja, ihr seht was. Wie gesagt, ganz viel dazu dann am nächsten Mittwoch auf den genannten Kanälen. Genau, richtig. Stellt euch mal ein auf 18.11. Ihr könnt übrigens Karten jetzt schon kaufen. Ja. Ja, und dann sind wir beim Handball. Der HC Leipzig-Frauen, die siegten das sechste Mal im sechsten Spiel. Wow, also haben sie seit sechs Spielen nicht verloren. Ja, genau. Und zwar sind es die einzigen sechs Spiele, die sie gemacht haben. In dem Fall auch 40-16 haben sie gewonnen in Weiterstadt. Und da gucken wir uns ganz kurz mal im Video an, wie die Mädels da gefeiert haben. Weiter. Richtig gute Stimmung, die sind also jetzt in der dritten Liga ganz oben dabei. Ja, sechs gewonnenen Spielen von sechs, muss man oben dabei sein, wäre schlimm, wenn nicht. Drei Spiele nur in Folge gewonnen haben die Piranhas. Ja, die haben auch gewonnen. Und auch zwar, auf einem guten Weg. Ja, 37-17 gegen den Thüringer HC, da hieß es so am letzten Wochenende, da haben wir auch zwei, drei Bildchen, die wir euch noch zeigen können. Von Jan Käfer? Nee, Jan Käfer nicht, das war jetzt hier von den Piranhas, haben wir zugeschickt. Vielen Dank. Übrigens auch alle anderen Vereine. Ihr könnt uns immer Bilder schicken, Videos schicken. Ihr seht, dass wir bringen sie auch, sofern es möglich ist. Manchmal wird die Sendung auch ein bisschen länger, aber es ist ja auch schön. Ja, und weil wir das letzte Mal das Thema hatten, da hat uns jemand gefragt vom Wasserball, warum sind wir nicht in der Sendung? Ja, Freunde, dann schickt was her. Genau, richtig, fragt uns an. Und dann haben wir nochmal den Vorausblick nach Eddersheim, denn nämlich die HCL-Frauen, die spielen nicht, die haben erstmal Pause, aber am 4.11. spielen sie. Haben sie sich ja verdient nach den 6-7. Definitiv, und da spielen jetzt die Piranhas in Eddersheim und müssen da gewinnen. Am 4.11., genau. Und die SG Leipzig 2, das, weil ich auch heute die Frage kriege, wer ist denn das eigentlich? Das ist die zweite Mannschaft. Das ist die zweite Mannschaft vom SCDFK, also quasi die U23 vom SCDFK, ist gemeinsam mit der LVB zusammengegangen und haben sozusagen die zweite Mannschaft gegründet. Danke. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Ach so, okay. Ja, ich weiß es ja. 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 Die haben schon wieder verloren. Ja. Diesmal 29-31 gegen den Tabellenführer aus Eisenach. Ja, DSHV. Also das Problem an der Sache ist, die verlieren immer sehr, sehr knapp. Wirklich ist so. Aber das wirkt so, wenn die vier verlieren, aber verlieren knapp. Und ich glaube einfach, die werden in der Liga noch ankommen. Das sind ein paar Spiele erst gespielt. Und jetzt, ist ja alles erst im Entstehen dort. Genau. Ne? Und in der nächsten Woche, beziehungsweise am Samstag, geht es jetzt nach Erlangen. Und die sind Mitte der Tabelle. Und das sollte doch mal ein Sieg wieder drin sein. Richtig. Aber gerade dort sind. Die Bundesliga-Handballer des SCDFK spielen nach der Länderspielpause am Sonntag 16 Uhr gegen Frisch auf Göppingen. Ja, auch da könnt ihr Karten kaufen und ihr wisst, die Stimmung ist mega gut dort. Absolut. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass mal die DFK-Handballer endlich wieder gewinnen, um einfach auch so ein bisschen, ja, in Schwung wieder nach vorne zu bekommen, nach oben zu bekommen. Und weil wir übrigens gerade beim SCDFK Leipzig sind, bei dem Gesamtverein, da gab es vor kurzem einen, ja, oder jetzt seit heute, offiziell ist Alexander Schlenzig
Da haben wir auch ein Foto da. Alexander Schlenzig, da ist er in der Mitte, richtig, ist ab heute offiziell neuer Generalsekretär des SCDFK. Und in diesem Jahr, im September, wurden ja auch der neue Vorstand gewählt. Der neue Präsident ist übrigens Bernd Merwitz. Der Polizeichef. Polizeichef von Leipzig. Vielleicht wäre es beim Fußballverein schlecht gewesen, weil die brauchen doch hin und wieder. Okay, gut. Wieder anders. Und Vizepräsident Michael Wesner links. Der ist dann auch dabei gewesen. Übrigens, vielen Dank an Florian Papert vom SCDFK Leipzig für das Foto. Ja. Ja, und wir gerade beim Fußball sind, bleiben auch da. Lok muss morgen 19 Uhr in Nordhausen bestehen. Ja. Die haben ja einen Trainerwechsel gehabt. Ja, Nordhausen hat den Volkan Uluc. Genau, der war bei Kratzer Siena, den habe ich auch schon vor langer Zeit mal interviewt beim Ogrostitzer Cup, der dieses Jahr wieder stattfindet. Aber der musste jetzt gehen, da haben wir jetzt auch noch die Vorausschau, brauchen wir noch die Grafik. Und da wäre es ganz gut, wenn eben Lok Leipzig vielleicht die Chance nutzt, die Verwirrung. Ich habe übrigens mit Tomislav Piplitzer telefoniert und wollte morgen zum Spielen, da sagt er, Norman, ich bin nicht da, ich bin beurlaubt und seine Assistenztrainer auch. Also, da geht momentan ein bisschen... Wenn Lok das nutzen kann, dann sind die Chancen so gut wie nie. Ja, richtig. 19 Uhr geht's los, wie ich bereits gesagt habe. Und mindestens ein Punkt würde den 1:0-Sieg gegen Rate nur am Wochenende zumindest noch ein bisschen wertvoller machen. Ja, definitiv. Und jetzt gibt es auch eine Mannschaft, die am Wochenende ebenfalls spielen muss, und zwar Chemie Leipzig gegen einen Regionalliga-Absteiger. Das wird nicht leicht, aber in der Liga läuft's ja. Ja, da muss man gucken. Pokal lief's auch. Gab es zuletzt jetzt gegen Hohenstein Ernst ein 0:0, haben wir sich gequält, und jetzt geht es nach Luckenwalde. Da wird es interessant. Ich glaube, also bei den Spielen gegen Bayern, hier diese im DFB-Pokal, diese, wie heißen die jetzt dort so? Rödinghausen 2-1 gespielt haben. Ich glaube, das ist das Spiel ihres Lebens gewesen, und jetzt wird es in der Liga wieder schwer. So nach dem Motto, wir haben doch gegen Bayern relativ gut gespielt. Das wird auch für Chemie relativ schwer, glaube ich, weil sie in dem Pokal eine gute Leistung gezeigt haben. Und da sich jetzt wieder down to Liga, wie wir im Französischen sagen, zu bringen, das wird schwer. Ja, oder wie der Spanier sagt. Und wir wollen mal wissen, wie das der Verein sieht, oder zumindest ein Vorstandsmitglied und Sicherheitsbeauftragter. Marc Valenta begrüßen wir gleich hier, aber wir sehen gleich erstmal ein Video, wie die Stimmung so war am Dienstag beim Pokalspiel. Schöne Sache. Sehr schön. Servus Marc, schön, dass du es geschafft hast heute danke. Abend. Bist du eigentlich noch traurig? Sind die Tränen schon getrocknet? Ja, jetzt haben wir schon fast 2 Tage hinter uns. Ja. Traurig kann man, glaube ich, auch nicht sagen. Ja, wir haben ein super Spiel gemacht. Allgemein, dass wir die 2. Runde erreicht haben für den Verein, das Größte. Das, was unsere Fans auf die Beine gestellt haben, glaube ich, hat jeder gesehen. Sensationell. Und da muss man nicht enttäuscht sein, sondern wir sind mit dem Erreichten sehr zufrieden und freuen uns über die Einnahmen, die wir natürlich auch erzielen konnten, ein Stück weit. Definitiv, auf jeden Fall war eine sehr, sehr schöne Stimmung auch vor dem Spiel. Also da waren ja auch die ganzen Fahnen mit dem Grün und dem Silber. Also das hat ganz, ganz toll ausgesehen. Aber wir gucken mal ganz kurz, was die Trainer nach dem Spiel gesagt haben, denn wir haben auch die Stimmen von der Pressekonferenz. Ich glaube, es ist unverdient, und wie gesagt, ich kann mich nur bedanken für die Aufnahme hier, für die Stimmung im Stadion. Ich glaube, das ist das, was Fußball ausmacht, das, was wir alle wollen, eine leidenschaftliche Fangemeinschaft, leidenschaftliches Spiel, und das war für mich heute ein richtig geiler Fußball. Vielen Dank. Das wussten wir, dass sie eine brutale Qualität vorne nach vorne haben, und dementsprechend haben wir versucht, uns auch da einzustellen. Das ist uns auch aus dem Spiel ganz gut gelungen. Wir haben leider 2 Standards gefressen, hat man gesehen, dass meine Jungs da noch unerfahren sind, dass sie sich wegblocken lassen. Und also von daher war das 2-0 sicherlich zur Halbzeit in Ordnung. Wir haben uns viel vorgenommen, nochmal auf unsere Seite zu spielen, aber mit der roten Karte war die Messe gelesen. Von da habe ich dann auch schnell gewechselt, denn Samstag haben wir wieder ein schweres Spiel, und von daher, glaube ich, war das eine super Veranstaltung hier für uns, eine geile Veranstaltung, das erste Mal hier unter Licht. Wir haben uns nicht abschlachten lassen, die Jungs haben Charakter gezeigt.
Also am Anfang ging das Mikrofon nicht ganz so gut. Das war dem Dietmar Demo ganz recht. Mit dem Mikrofon hat das nicht so, oder? Ja, ich glaube, das ist auch relativ unwesentlich. Ne? Das Wichtige ist, er hat eine laute Stimme, damit erreicht er, glaube ich, die Leute auf dem Platz. Ich glaube, Steffen Baumgart hat man das auch gemerkt. Sind einfach sympathische Leute, ja, die da auch nicht so viel Wert drauf legen, wenn nochmal was nicht ganz so funktioniert. Mhm. Und von solchen kleinen Fehlern abzusehen, denke ich, war das ein rundum gelungener Tag. Und auch nochmal Dank an Paderborn, vor allem auch an Steffen Baumgart. Ich habe die Interviews im Vorfeld auch von ihm gehört, die Pressekonferenz, sehr sympathisch. Ja, hat gesagt, also Chemie Leipzig ist ein Traditionsverein, ist super, genau. Und so weiter und so fort. Also das hat er auch nochmal bestätigt, auch die Stimmung fand er gut, haben wir jetzt gerade in der PK gehört. Also klasse Sportsmann. Kommen wir mal zu dir. Du bist ja im Vorstand und Sicherheitsbeauftragter bei Chemie. Was ist da so deine Aufgabe? Ja, man muss das, glaube ich, trennen. Ne? Vorstand ist ganz normal. Mit meinen 4 Vorstandskollegen ist so das ganze operative Geschäft, die Planung, die Ausrichtung des Vereins, die Zukunft, wo wir hinwollen. Da gibt es viel zu tun. Ja? Was machst du da genau, weil du sagst, das muss man trennen? Wie gesagt, also der Job des Sicherheitsbeauftragten ist nochmal ein anderer als der des Vorstandes. Ja? Mhm. Da sind wir natürlich ein Kollektiv, was da zusammenarbeitet, versucht den Verein nach vorne zu bringen, weiter auszurichten. Da sind wir natürlich auch in engem Kontakt zu allen Beteiligten, die in dem Verein viel machen. Ehrenamt ist da das Stichwort, glaube ich, was ganz groß geschrieben wird bei uns und einfach auch notwendig ist, ja? Von den Kapazitäten her und von den Mitteln, die wir haben. Mhm. Und dann die Arbeit des Sicherheitsbeauftragten ist natürlich nochmal alles rund um den Spieltag an sich. Die Vorbereitung des Spieltages und die Umsetzung des Spieltags. So, und da gehört nicht nur das Heimspiel dazu, sondern eben auch alle Auswärtsspieler, die man dann aktiv begleitet, zusammen mit dem Herrn Kirschner vom Fanprojekt, in einer engen Zusammenarbeit zwischen uns beiden auch, im Vorfeld zu den Gästen fahren, die Sicherheitsbesprechungen durchführen, umsetzen, sich austauschen, wie viele Fans kommen mit, wie wird angereist, was ist zu erwarten. Tendenziell, glaube ich, muss man sagen, dass viele sehr, also gerade in dieser Liga, auch in der letzten Liga, wo wir noch die Regionalliga gespielt haben, sich sehr gefreut haben, wenn Chemie auswärts zu Besuch kam. Wir haben eine große Anhängerschaft, eine große Fanschaft, die mitreist. Und das ist natürlich gerade jetzt auch in der Oberliga für viele kleinere Vereine, kann man ja schon so sagen, dass wir da, glaube ich, vom Etat und auch von der Anhängerschaft somit das große Kaliber jetzt in der Liga sind. Mhm, ja. Und da freuen sich die kleineren Vereine natürlich, weil ein bisschen auch eine Marke damit zu verdienen ist. Und wir, glaube ich, auch nette und nette Fans haben, die wir mitbringen, die Stimmung machen, die supporten und das ist, glaube ich, für alle was Besonderes. Mhm. Man hat dich auch gesehen, du bist ja mit dem Funkgerät die ganze Zeit rum, alle haben dich angefunkt, hallo, Marc, oder war das C1 oder Teddybär oder sowas, keine Ahnung, wie man es kennt, verblieb früher. Bist du bei Chemie angestellt, also festangestellt oder machst du sonst noch irgendwas beruflich? Ja, also nicht angestellt, ja, also auch der Vorstandsarbeit ist natürlich ehrenamtlich. Der Sicherheitsbeauftragte kriegt eine Aufwandsentschädigung, also eine Fahrtkostenpauschale, wie man es nennt, weil natürlich ein paar Wege zurückzulegen sind. Die sind jetzt natürlich in der Oberliga ein bisschen kleiner als in der Regionalliga noch. Und ansonsten bin ich hauptberuflich Vermögens- und Unternehmensberater. Ah, okay. Seit neuestem Gastronom, habe das Hotel Seeblick auf der Kalibnerstraße übernommen. Aha, okay. Führe das dann mit meinem Kollegen. Und das sind so die Hauptbetätigungsfelder und dazu kommen natürlich noch die Familie und die BSG Chemie Leipzig. Ja. Da hat er nur zu tun, oder? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Würde ohne manche andere nicht gehen, also würde ohne die Partner an der Seite natürlich auch nicht gehen, die sowas mitmachen. Also nochmal lieben Gruß auch an meine Frau, die das immer tatkräftig unterstützt. Ja, nochmal Applaus, vielen das Dank, liebe Frau Mark. Ja, ist einfach so. Also es ist wirklich Wahnsinn. Du hast schon angesprochen, Ehrenamt und auch diese Ämter, die man dann begleitet. Viele wissen ja gar nicht, was da für eine Arbeit hinten dran steckt. Und wir haben gesehen, du hast beim Spiel gar nicht viel mitbekommen. Ja, du hast dann bloß gesagt, wer hat jetzt das Tor geschossen oder wie war das? Also ist schon krass. Aber wir haben nicht nur Tore gesehen, sondern wir haben auch das Feuerwehr gesehen. Jetzt gerade im Eingang hast du ja gesehen. Mhm. Gibt es da irgendwie Probleme für euch? War da es sah schön aus auf jeden Fall in der Fankurve, aber gibt es da für euch Probleme in dem Feuerwerk? Müssen wir mal schauen. Ja, tendenziell würde ich jetzt erstmal pro forma sagen, wir müssen erstmal auch der Sache nachgehen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir das als Verein geplant in Auftrag gegeben hätten oder sonstiges. Choreografie geht ja von der Fanszene aus. Ich denke, die hat erstmal in erster Linie schöne Bilder produziert. Alles, was außerhalb vom Stadion passiert, müssen wir natürlich auch erstmal schauen, wie das da zustande gekommen ist. Hat ja auch ein bisschen was mit so in der Fachsprache, mit so Umfriedung des Stadions zu tun, innere Umfriedung, äußere Umfriedung, wer hat wo Zuständigkeiten und Kapazitäten und ist dafür verantwortlich. Ich hoffe nicht, dass das jetzt im Verein negativ angehaftet wird. Nichtsdestotrotz muss man natürlich darüber sprechen, auch mit den zuständigen Behörden, die natürlich immer ein Auge darauf haben. Mhm. Wir hatten das auch schon im Vorfeld bei dem Training davor gesehen, es war ja auch ein öffentliches Training. Da sind dann natürlich auch die Fragen von Seiten des Ordnungsamtes, wie kommt es dazu, dass dann bengalische Feuer da gezündet werden. Ist natürlich, wie gesagt, immer erstmal noch verboten, ja? Aber auch da muss man auch differenzieren, welche Möglichkeiten hat man als Verein. Das ist natürlich bei einem offenen Training nochmal was anderes. Kann ich da oder bestelle ich für ein offenes Training nochmal 20 Security-Kräfte, die wir auch nochmal bezahlen müssen?
Und sowas ist ja in erster Linie erstmal nicht zu rechnen. Mhm. Ja, und es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Kann ich mal kurz gerne einhaken? Die Gäste hatten ja auch Bengalo, so wie das heißt, gezündet. Ein richtig rotes Feuer da gemacht in ihrem kleinen Block. Wie ist denn das da? Kriegt da der Verein, der Gastverein auch Probleme oder seid ihr als Sicherheitsbeauftragte da auch nicht in der Lage, das irgendwie auch? Sowohl als auch, ja. Also der Heimverein hat natürlich das Problem, weil er der gastgebende Verein ist und für die Sicherheit und die Umsetzung des Spieltags verantwortlich und sich dafür verantwortlich zeichnet. Und wir natürlich auch alles Mögliche dafür machen. Ja. Wir gehen im Vorfeld des Spiels mit der Polizei durchs Stadion, wird das Stadion abgesucht auf eben mögliche vorherige Einbringung von Pyrotechnik, von Nebeltöpfen und was auch immer alles dazugehört. Dann machen wir natürlich ordentliche Kontrollen am Spieltag selber. Auch da gibt es natürlich auch Erfolge. Ja? Also es gibt auch Sachen, die man abnimmt. Aber jeder, der weiß, wie das heutzutage funktioniert, die kriminelle Energie ist meistens etwas höher. Geht das teilweise halt so hoch, dass sie sich das in den Hintern stecken und reinschmuggeln? Ne? Ja, das habe ich auch gehört. Wer will es kontrollieren? Es ist, glaube ich, ein generell schwieriges Thema. Und ich habe, egal ob mit Kollegen auch aus der ersten oder zweiten Liga, schon mal häufig auch über das Thema gesprochen. Ja? Also ich sehe es beim DFB-Pokalfinale oder bei anderen Spielen auch in den höheren Ligen. Die haben das mehrfach an Potenzial, an Mitarbeitern, an finanziellen Möglichkeiten und trotzdem brennen da die Kurven lichterloh. Das soll jetzt keine Fürsprache für Pyrotechnik werden. Wir wissen alle, wie gesagt, wie die Regeln sind. Wir haben auch eine Stadionordnung, an die wir uns halten, die wir umsetzen möchten. Aber es ist wirklich für kleine Vereine auch sehr schwer, wenn man sich anschaut, mit welchen Möglichkeiten wir einfach arbeiten und welchen Mitteln. Ja. Aber ich finde, es war eine tolle Geschichte. Wie gesagt, es war außerhalb von der Sache gesehen. Also ich glaube, dieses Bild ging auf jeden Fall schon mal durch Deutschland, wenn nicht sogar um die ganze Welt. Es ist ein Novum, glaube ich, während des Spiels, dass das dann so ein Ding ist. Ja, sag ich ja. Da war ja, und ich glaube, generell muss man auch mal wegkommen von der ganzen permanenten Diskussion, immer nur Pyrotechnik. Wenn man mal sieht, wie viel Arbeit einfach da drin steckt. Natürlich ist es ein Ärgernis, ja, darüber muss man reden, aber immer nur dann darüber zu reden, anstatt über das zu reden, was noch viel toller und positiver war und das Ganze, wo wahnsinnig viel Arbeit drin steckt von allen Leuten außerhalb des Vereins oder im Verein und unseren ganzen Fans, die das halt klasse gemacht haben. Ich glaube, da sollte man viel mehr das Positive rausziehen und nicht immer auf den Negativen so sehr rum. Genau, das will ich ja auch, denn der Verein Chemie Leipzig hat sich seit Jahren oder entwickelt sich seit Jahren immer besser, immer besser wahrgenommen, nicht nur durch die Regionalliga-Saison, sondern generell auch die Fans machen unheimlich viel, mega Support, ganz viele andere Dinge. Wir haben es auch an dem Spieltag gesehen, ihr habt das Thema Flutlicht, ihr habt diese Flutlicht-Auktion gemacht, wo glaube ich 17.000 Euro oder sowas reingekommen sind, also der absolute Wahnsinn. Woran liegt das, dass jetzt im Prinzip du von Chemie nicht hörst, dass da irgendwie randaliert wird, sondern dass das alles so positiv ist? Das ist, glaube ich, eine Wahrnehmungssache. Ne? Es ist natürlich auch, ohne das jetzt hier im Bayern-München-Stil die Medienschelte auszupacken. Ja? Nein. Generell ist es natürlich immer die Frage, was wird aufgegriffen? Ja? Was wird transportiert? Was wird positiv nach außen gekehrt? So? Und ich glaube, seit der Neugründung hat Chemie eigentlich fast jährlich positive Nachrichten geschrieben. Ja? Nicht nur die Fans, sondern auch der Verein maßgeblich in seiner Entwicklung. Wenn man sich überlegt, glaube ich, vor 4-5 Jahren oder auch nach der Neugründung, hätte niemand gedacht, wo wir heute stehen oder wo wir am Dienstag standen, was wir erreicht haben. Und das wäre, wie gesagt, ohne die Fans nicht möglich gewesen, die damals den mutigen Schritt gemacht haben. Und natürlich auch nicht ohne die Leute, die gesagt haben, wir glauben an euch so. Und dieses Miteinander, diesen Verein so zu entwickeln und so hinzuführen, wo wir jetzt sind, ist einfach sensationell. Und das ist für mich persönlich, und ich glaube, da kann ich auch für viele andere sprechen, ganz toll, da ein Teil davon zu sein. Also weil das Gänsehaut ist teilweise. Und du hast gerade schon richtig angesprochen, so eine Vernissage, die wir gemacht haben jetzt am Dienstag, jetzt komme ich schon wieder durcheinander Samstag mit den Tagen. Ja, also es fliegt alles so hin gerade die letzten Wochen, von daher ist das manchmal Schall und Rauch. Nee, an dem Samstag, vor diesem Highlight-Dienstag, so eine Veranstaltung nochmal einzubauen. Wir hatten wahnsinnig bekannte Künstler, die natürlich auch diese Vernissage ein Stück weit nach vorne gebracht haben, qualitativ. Und wir hatten ganz viele junge Künstler. Und wenn man sich dann mal anschaut, dass wir mit 27 Live-Exponaten, die wir versteigert haben und 23 aus einer stillen Aktion, 17.000 Euro Erlös sammeln. Und wenn ich mir dann das Publikum anschaue, bunt gemischt, nicht nur Fußballfans, das zeigt dann halt, welche Möglichkeiten und welche Vielfalt Chemie einfach auch bietet. Ne? Da geht es nicht nur um Vielfalt in den Jugendmannschaften, in den Programmen, was wir haben für den Nachwuchs, in der Offenheit des Vereins, die wir eben auch in unserem Leitbild nach außen tragen, sondern eben auch in den Ideen. Und die Ideen war ja auch der Anstoß für die Choreo zum Beispiel, ne? Die vielen Ideen in unseren Köpfen. So, und das zeigt man genau mit solchen Sachen. Und ich denke, das ist jetzt natürlich
Die Wahrnehmung ist eine andere als noch vor 3, 4, 5 Jahren, als man natürlich von unten Stück für Stück nach oben kam. Und jetzt ist es natürlich ein Verein, der auch gerne mal beleuchtet wird, weil es mir natürlich, und du hast es richtig gesagt, Norman, wir schreiben positive Schlagzeilen und ich glaube, darauf lässt sich aufbauen und das wollen wir weiterhin auch machen und uns konstant hoffentlich dann auch ab der nächsten Saison wieder in der Regionalliga präsentieren. Es sieht ja momentan gut aus mit 31 Punkten nach 11 Spielen, also besser kann es fast nicht laufen. Aber es gab ja dann im Sommer jetzt so einen ganz großen Aufschrei, du hast gesagt, beleuchtet. Es gab einen großen Aufschrei, als plötzlich herauskam, dass die Fanszene vom BND bzw. von irgendwelchen Nachrichtendiensten da überwacht wurde wegen irgendwelchen extremistischen Sachen. Da habt ihr eine Stellungnahme dagegen auch geschrieben. Wie kann sowas passieren bzw. wie habt ihr darauf reagiert? Was macht ihr jetzt dagegen oder dafür, wie auch immer? Ich glaube, das ist relativ schwierig das Thema, ja. Wenn man sich überlegt, dass es sowas Vergleichbares also aus meiner Sicht bis jetzt noch nie gab. Ich glaube, in Dresden gab es das einmal bisher, dass ein Fußballverein mit diesem 129-Verfahren in Verbindung gebracht worden ist. Da geht es ja um die Gründung einer terroristischen Vereinigung, wenn man sich das mal überlegt. Ja, also wir reden hier über Fußball. Ja. Und das ist natürlich dann auch schwierig, weil wir versuchen natürlich auch den Verein nach vorne zu bringen, uns da mit verschiedenen operativen Themen auseinanderzusetzen. Aber sie haben schon mal gezeigt, dass Raketen haben. Ja gut, auch das ist ja mit ja, das ist jetzt dann wieder ein bisschen reißerisch. Ja. Natürlich ist es ein Thema, was eine Berechtigung hat, ne, an der richtigen Stelle. Aber wenn das natürlich einfach auch gewisse Rechte von Bürgern, von Leuten aus dem Verein, von Fans, die dann auch wieder in sensiblen Berufen arbeiten, als Anwalt, als Ärzte, oder wenn das dann so weit geht, dass Telefone abgehört werden, ja, wenn dann Querverbindungen hergestellt werden zwischen Fußballfans, zwischen Security-Firmen, zwischen Leuten aus dem Vorstand, das war vor meiner Zeit, aber das kann ja, also zu dem Zeitpunkt, wo das losging, das war ja nicht erst letztes Jahr, das war ja dann das zweite Verfahren. Und nachdem sich das erste Mal rausgestellt hat, dass eben nichts auf der Grundlage irgendwie zu greifbar ist, um das zu verwerten, wurde ein zweites Verfahren eröffnet. Da sind natürlich so Sachen, da ist man ein bisschen ohnmächtig. Also ich glaube nicht nur wir, sondern natürlich auch die Betroffenen aus der Fanszene. Und das macht natürlich Angst und verbreitet auch einen gewissen Unmut so. Und ich denke, wir auch als Verein hätten ein bisschen anders reagieren können. Ja, aber auch, wie gesagt, das zeigt auch, dass es für uns sehr schwierig ist, auf solche Sachen, mit denen wir uns natürlich nicht primär auseinandersetzen. Ja, kann ja auch niemand sich darauf einrichten, ist ja klar. Ja, da muss man sich natürlich auch ein bisschen reinarbeiten in so eine Materie und auch das fällt natürlich schwer, weil wir ganz viele Themen haben, die wir versuchen aufzuarbeiten und zu bearbeiten und da ist man immer ein bisschen so ein Getriebener. Also nicht nur wir als Kollegen, auch die Fanszene, auch die Leute, die den Vereinen nahestehen und es ist natürlich sehr schwierig, da immer dann permanent dran zu bleiben. Alle gehen arbeiten, alle haben noch andere Jobs oder Verantwortung, ja, wie ich gerade schon gesagt habe. Und von daher, glaube ich, ist das Thema nicht von uns hauptsächlich aufzuarbeiten, sondern natürlich von den betreffenden Behörden. Also und ich denke, da ging dann gerade durch das zweite Verfahren, was dann eröffnet worden ist, die mediale Aufmerksamkeit auch nochmal ein Stück höher. Die Fanszene hat ein aktives 129-Verfahren, beziehungsweise eine Kampagne gestartet, ja, mit eigener Internetseite, mit eigenem Logo, versucht die Leute darüber auch aufzuklären, sich selber in das Thema, sich damit auch intensiv auseinandergesetzt, weil ja viele auch davon betroffen waren. Ja, und ich denke, die Aufmerksamkeit hat es auf vielen Ebenen bekommen. Wenn ich mir angucke, den Pressespiegel, das ging durch die Taz, durch die Süddeutsche. Also heißt, das war ein großes Thema. Die Frage ist nur, was kommt am Ende dabei raus? Weil wenn Daten wieder ausgewertet werden und am Ende kein Ergebnis steht, veräppt irgendwann auch wieder das mediale Interesse. Und irgendwann war es das wieder. Und am Ende heißt es, ja, dann haben wir es halt mal gemacht. Dann sitzt du hier bei uns und kannst da locker und entspannt drüber reden. So muss es sein. Peter, hast du das eigentlich mitgekriegt bei dir, bei deinen Sachen, wo du unterwegs warst, diese Geschichte? Ich kenne das ja aus der Tagespresse her. Ja. Okay, hast du dich damit beschäftigt oder hast du gesagt, oh? Ich habe es nicht in der Tiefe verfolgt, aber ja, ist schon erschreckend, ja, wenn man das dann teilweise hört. Hintergründe kenne ich keine, aber ja. Aber das ist doch eigentlich, sagt man ja, jede Presse ist gute Presse. Also selbst wenn es da negativ dasteht erstmal, es wird jetzt auch im Nachhinein keiner kommen und sagen, wir hatten recht, die sind eine Vereinigung. Von daher ist es eigentlich auch nicht so verkehrt, dass man deutschlandweit ein bisschen Interesse dadurch hat, auch wenn es jetzt nicht das Fußballerische ist. Ne? Darfst halt auch trotzdem eins nicht vergessen, es gibt ja einfach Leute im Sponsorenpool und so weiter und so fort, ne? die sagen dann auch erstmal, was ist denn bei euch überhaupt los, so möchte ich das jetzt wieder. Ja? Und da muss man immer erstmal erklären und den Leuten halt auch nahebringen, dass das halt so nicht stimmt. Ne? Wenn das Kind einmal im Brunnen gefallen ist, ist das relativ schwierig. Wir haben Gott sei Dank sehr Glück, ja? Also ein großes Glück. Wir haben eine sehr, sehr treue Anhängerschaft, nicht nur die Anhängerschaft, sondern auch enge Fans und enge Sponsoren, die uns nahestehen. Und wir sind natürlich dann auch gebildet, mit denen zu kommunizieren. Und
jeder, der da eine Frage hatte oder Fragen gehabt hat, ist auf uns zugekommen. Wir waren da auch sehr kommunikativ, haben Rede und Antwort gestanden. Aber es ist halt einfach erstmal ein Imageverlust, mit dem man arbeiten muss. Ja? Gott sei Dank war es für uns nicht so schwer und wir haben es hingekommen. Aber da hängen ja auch private und soziale Kontakte dran. Ja? Gibt auch Firmen, die dann angeschrieben werden. Ja? Als wenn Drittbetroffene da drin waren, in so Kreuzvergleichen und so weiter. Da gab es Post an den Arbeitgeber. Ihr Mitarbeiter wird in diesem Verfahren und so weiter und so fort. Und das sind dann schon Sachen, ja, die hat man immer nicht so auf dem Schirm, aber das geht dann schon einfach sehr, sehr weit. Und wie gesagt, am Ende rechtfertigt sich keiner davon aus der Justiz so. Aber ja. Na gut, am Ende ist es dann so, dann wurde es eingestellt, aber da wird keiner informiert. Übrigens, wir haben es eingestellt, es war nicht, das war unser Glück. Ja. Das sind wir gerade, jetzt ist die Kamera ein bisschen verrutscht, aber hallo, wir sind noch da. Ja. Ich drehe mal die Kamera noch ein bisschen zu uns rum hier, damit wir wieder da sind. Die Medien suchen ja immer die große Schlagzeile. Also, das ist nun mal so. Die werden jetzt nicht eine große Schlagzeile aufmachen und so, ach, nichts gefunden. Leider. Ja, aber das Positive ist ja natürlich trotz solcher Sachen, dass, und Norman hat es von uns richtig gesagt, und ich glaube, das ist das, worauf wir natürlich auch aufbauen, ohne solche Sachen auch zu vergessen. Das kommt nicht ins Hintertreffen, ja, und da sind wir auch schon sehr gewillt, das Thema immer weiter auch zu bespielen, ja. Aber ich glaube, das Schöne ist, dass wir die positiven Schlagzeilen jetzt auch wieder schreiben. Absolut. Und mit so einem Riesenspiel sowieso am Dienstag klar verloren gegangen. Auf der anderen Seite haben wir es gerade gesagt, ihr habt mit 31 Punkten nach 11 Spielen seid ihr oben an der Spitze. Jetzt kommen aber die nächsten 14 Tage mal so die richtigen Kracher. Ne? Wenn man so sagen will, Luckenwalde mit euch abgestiegen aus der Regionalliga. Die Woche drauf kommt dann, also ihr müsst jetzt erstmal nach Luckenwalde, dann spielt ihr zu Hause gegen Inter Leipzig. Erste Frage an dich, was erwartest du in Luckenwalde? Ja, generell, glaube ich, haben wir eine gute Erinnerung an Luckenwalde. Das ist ein netter Verein. Auch da stehen wir schon wieder im Austausch. Wir sind ja auch immer schon ein Stück weiter vor, auch wieder die Funktion des Sicherheitsbeauftragten. Ich glaube, wir freuen uns drauf. Ist natürlich ein bisschen schade, dass auch so ein Spitzenspiel jetzt wieder gleich auf das letzte Highlight wieder folgt. Und es wird irgendwann auch mal anstrengend. Ne? Wir hatten jetzt diese ganzen englischen Wochen oder lange englischen Wochen. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir auch wieder auswärts spielen. Es wird eine schöne Zufahrt geben. Und denke, dass wir da sportlich, vor uns habt ihr es gesagt, es fällt manchmal ein bisschen schwerer, wieder in den Zugang den wieder zum Liga-Alltag zu finden. Mhm. Aber ich glaube, da sind bei uns in der Mannschaft die Spieler alle sehr, sehr geerdet und freuen sich auch darauf, einfach jetzt den nächsten Schritt wieder zu machen, um in die Liga hochzukommen. Wir arbeiten uns das alles hart. Wir haben jetzt keinen Selbstläuferspieler gehabt bis jetzt. Und ich denke, das wissen wir und haben alle da die Energie und wissen, dass wir da auch alles in die Waagschale werfen müssen. Mhm. Ist doch vielleicht ganz gut, dass das jetzt so ein starker Gegner gleich kommt, dass man da mit dem Kopf gleich wieder sich wieder nicht fallen lässt, hängen lässt. Ja, definitiv. Und vor allen Dingen, dann habe ich gerade gesagt, eine Woche später gibt es dann Inter Leipzig zu Hause. Ist das für dich eigentlich ein Derby? Das ist nämlich die zweite Frage. Ja, ich glaube, da antworte ich das, was wahrscheinlich viele sagen würden. Ja, ist schwierig, von einem Derby zu sprechen und von einem Verein, der zwar aus Leipzig kommt, aber keine eigene Spielstätte hat. Ich bin ja generell jemand, der da auch diplomatisch ist. Ne? Ich meine, auf Vereinsebenen, wir arbeiten auch miteinander. Das gleiche Thema haben wir auch mit den Kollegen von Lok. Also ich finde, da müssen wir als auf Vereinsebene immer den Ball ein bisschen flach halten, miteinander ordentlich arbeiten. Und dass es natürlich gewisse Rivalitäten auf den Rängen gibt, ist auch nicht zu verhehlen. Von daher, mal schauen, wie sympathisch sich alle präsentieren an dem Spieltag. Ist ja auch immer ein bisschen so, was von der Seitenlinie zum Publikum überschwappt. Ich hoffe einfach, dass wir da einen sportlich fairen Wettkampf haben und uns weniger auf irgendwelche Scharmützel einlassen. Mhm. Vor allem vielleicht ein volles Haus, ein schönes Spiel. Ich glaube, das ist für alle das Wichtigste, definitiv. Und wer gewinnt am Ende oder Punkteteilung, wie auch immer, völlig egal. Letzte Frage an dich. Ja. Kennst du eigentlich Peter Schlieder? Ich wusste bis heute noch nichts von ihm, bin ich ganz ehrlich. Wir haben uns vorhin hier getroffen, kurz schon geschnackt. Ich freue mich drauf, was er gleich zu erzählen hat. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Und ja, bin auch selber sehr, sehr in freudiger Erwartung dazu, was gleich hier an Highlights bei dir kommt. Das werden wir jetzt auch klären. Marc, herzlichen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg mit deinem Verein. Und zwar war das so. Und wir gucken jetzt erstmal einen Film. Damit ihr so einen kleinen Einblick habt, was bis jetzt Peter Schlieder gemacht hat. Alles andere erklärt uns gleich. Das war zu schnell, jetzt soll ich hier sitzen. Alles gut.
Yesterday you looked very tired. Very tired. Today no. You look good. Yes. I feel good. In the last 22 kilometers, and then we eat some fresh fruit and drink a cola, and I will love it so much, so much. Ich will laufen, will viel laufen. Habe mich schon viel mit Ultramarathon beschäftigt, erstmal so in der Theorie und Wüste. Kam halt irgendwann, fiel mir ein Buch in die Hand über einen bekannten Wüstenläufer, den Raphael Fuchsgruber. Und das habe ich irgendwie gefressen, das Buch. Und da war eigentlich klar, dass irgendwann ich auch in die Wüste möchte und dort laufen möchte. Also die Regeln sind relativ streng. Der Veranstalter stellt im Grunde nur Wasser, also die Wasservorräte und Beduinenzelte, wo wir Läufer dann in der Nacht in der Wüste drin schlafen. Alles andere, was wir zum Überleben in den 6 Tagen brauchen, muss mitgenommen werden. Es gibt eine ganze lange Liste an Pflichtausrüstung, die dabei sein muss. Das ist angefangen vom Schlafsack über Isomatte bis hin eben dann auch zu Gift, Anti-Gift-Spritzen, die mit dabei sein müssen, Verbandsmaterial, um eben im Notfall oder für den Notfall gewappnet zu sein. Mein Name ist Peter Schlieder und ich möchte in 6 Tagen 165 Kilometer durch die Wüste im Oman laufen. Oh, ich habe jetzt die Bedeutung von diesen Stöcken begriffen. Fuck. 2 Tage im Ziel. 5 Stunden. Dieser gottverlassene Wüste. Unfassbar hart. Unfassbar hart. Oh. Tag 5. Wir sind auf der 42 Kilometer Strecke. Es sind roundabout 45, 50 Grad. Die letzten 2 Tage waren absolut bescheiden. Heute fühlt es sich besser an. Und ja, gerade geht es hier nur im Wanderschritt voran. Sand ist noch zu weich. Später dann soll es einen härteren Untergrund geben. Und dann werden wir das heute irgendwie über die Bühne kriegen. Mal ein kurzer Eindruck von der Strecke. Der Hammer, also hier alle im Raum haben schon mal gefragt, also vielleicht trotzdem noch Applaus für diese Leistung, das ist echt Hammer. Die haben alle schon hier gefragt, wie lange muss man da trainieren, wie viel trinkt man da am Tag, das machen wir jetzt alles, da fragen wir jetzt als allererstes. Bevor wir dazu kommen, sagen wir, Mensch, du warst doch mal früher auch Fußballspieler beim FC Sachsen Leipzig. Hast du fußballtechnisch noch irgendeinen Einblick oder bist du noch fußballtechnisch irgendwo Fan? Also ich habe auf jeden Fall Sky zu Hause und schaue jedes Leipzig-Spiel. Jetzt konnte ich ja diese Woche sogar 2 Leipziger Spiele schauen. Das war total cool. Und mit der Vergangenheit in Leutsch war das nochmal umso mehr imposant, seinen alten Verein sozusagen im Fernsehen dann wieder zu sehen, in Leipzig-Leutsch. Ja, wie gesagt, auf Sky betrachten zu können, das war schon irgendwie eine total coole Nummer. Mhm. Hat mich total gefreut, auch für den Verein, weil ich ja nun auch das Tal sozusagen miterlebt
musste damals, ne, und die unschönen Zeiten, und das ist total schön, dass das jetzt auch wieder so positiv behaftet ist und dass es da sportlich vorangeht und dass da jetzt auch die entsprechend guten Leute am Werk sind, die das alles scheinbar recht gut organisieren und so viel Herzblut da drin steckt, das merkt man, denke ich, auch, ne? Das hat man auch bei dem Spiel gesehen. Und ja, den anderen Verein gucke ich mir auch gern an, RB, das freut mich auch, dass wir einen Verein so weit oben haben, ne? Das war ja lange nicht der Fall, klar, es gibt viele, die das wahrscheinlich nicht so sehen wie ich. Ich freue mich darüber, dass wir, wie gesagt, einen Bundesliga-Verein haben, der eben sogar international für Furore sorgt, und das ja, kann ich schon sagen, genieße ich sehr, ne? Das gucke ich mir an. Ich gehe jetzt gerade bei den Temperaturen selten ins Stadion, weil es mir zu kalt ist, aber ich, wie gesagt, schaue fast jedes Spiel und freue mich darüber. Du hast dann hier noch Fußball gespielt, du hast dann angefangen noch als Trainer zu arbeiten in Lütschendorf, das ist in Sachsen-Anhalt, in der Nähe von, was war das, Eisleben, ne? Genau. Von Eisleben, relativ erfolgreich auch. Aber wie kommt man dann auf so eine bekloppte Idee, und auch das war übrigens auch der Tenor hier, wie kommt man auf eine Idee, durch die Wüste zu rennen? Wie bist du da drauf gekommen? Ja, also grundsätzlich bin ich schon immer sehr gern gelaufen, ne? Also auch als Fußballer war ich einer der wenigen, der in der Trainingsgruppe dabei war und sich gefreut hat, wenn es irgendwie ins Deutsche Holz ging oder irgendwie... Andere sind dann abgebogen. Auf Laufrunden, ja, gab es schon ein paar, die da die eine oder andere Einheit weggelassen haben und dann bei Ali beim Masseur waren oder so. Ich habe das immer relativ gern gemacht und wusste auch schon zu Fußballzeiten, dass ich gerne mal einen Marathon rennen möchte und solche Erfahrungen sammeln möchte, die eben weit über das hinausgehen als das, was man normal so in einer Stunde rennt oder so. Und irgendwann, als ich dann nicht mehr ganz so aktiv war, habe ich eigentlich dann auch nahtlos eben mit dem kontinuierlichen Laufen und mit dem Training begonnen. Und dann ist das so ein bisschen eine Tippeltabeltour gewesen der Distanzen, also ein Halbmarathon, dann Marathon, wie das vielleicht bei vielen so ist. Und irgendwann hatte ich dann so ein bisschen eine kleine Lebenskrise, also habe gemerkt, dass ich wahnsinnig viel gearbeitet habe, aber mir eigentlich im Leben was fehlt und mir so ein bisschen auch ein Ziel fehlt. Und dann ist mir ein Buch über das Ultralaufen in die Hand gefallen eigentlich. Von Joey Kelly, oder? Nee, das habe ich dann später gelesen, klar. Okay. Das sind nicht alle Bücher, die es gibt, klar. Aber die Ultramarathon-Fibel. Gibt da ja wie so eine Fibel bzw. Bibel fürs Ultramarathonlaufen. Das hatte ich in der Hand, ohne da irgendwie vorher Bezug zu haben, und habe dann so drinnen gestöbert und geblättert und eben gesehen, dass es Läufe ferner der 45 Kilometer oder 40 Kilometer gibt, 42 Kilometer Marathonstrecke, und eben auch Läufe und Rennen in der Wüste, und da war dann irgendwie mein Interesse total geweckt und ich habe sofort Lust gehabt, das zu tun. Und ja, habe dann aber gewusst, okay, ich brauche eine gewisse Vorbereitung und muss vielleicht auch eine gewisse Ultra-Erfahrung sammeln, und habe mir dann die Mutter der Ultraläufe ausgesucht von meinem ersten großen Ultra. Das war in Biel, die 100 Kilometer, und ja, danach kam dann schon die Wüste. Die Wüste. Aber wo Wüste, wüst wird unser René jetzt gerade fragen. Ich habe gesehen, hat gewunken, ganz wüst. Die Wüste Facebook hat uns zwei Kommentare geschrieben, und zwar der Ulf hat uns geschrieben, unglaublich. Was bewegt einen, sich so zu quälen? Die Frage gebe ich gleich mal weiter. Und Thomas Fieberg hat geschrieben, irre, Respekt. Also das, glaube ich, hatten wir ja auch vorher schon gesagt, dass wir das hier drin hatten, als wir das Video gesehen haben. Also, die Frage bleibt unglaublich. Was bewegt einen, sich so zu quälen? Die gebe ich gerne weiter. Ja, die Frage wird mir natürlich häufiger gestellt, und ich kann sie in Gänze gar nicht beantworten. Es ist so, dass ich schon... darauf stehe, wenn es weh tut. Ne? Oh. Also ich. Oh, Moment. Das wollen wir aber jetzt genau. Im sportlichen, absolut, im sportlichen Sinne. Ne? Also ich finde so diese Grenzerfahrung, sozusagen diese körperlichen und mentalen Grenzerfahrungen, das ist schon was mich total erfüllt in meinem Leben und was ich vielleicht ein Stück weit auch brauche, ne? was zu mir gehört. Und ja, also das, ich kann da nur sagen, das ist dann wirklich so, dass mir das auch Spaß macht. Ne? Und aber ich meine, du hast jetzt bei dem einen bei dem Video, was da eingeblendet war, so kurz vor Schluss, da hast du nicht so geguckt, als ob dir das total Spaß macht. Da macht es dann auch keinen Spaß mehr. Ja, also natürlich muss man klar auch sagen, es gibt Momente, die auch keinen Spaß machen, und es gibt auch immer wieder, gerade in solchen langen Etappenrennen, Momente, wo man sich selbst fragt, warum man das tut, und
wieso man die Familie zurücklässt und da in einem ganz fremden, fernen Ort ist. Die Momente gibt es, das muss man sagen. Also das ist jetzt nicht nur romantisch. Aber ist das vielleicht auch eine Situation, dass man unter Umständen vor etwas wegläuft? Also ich meine, du sagst, Laufen ist für dich immer schon so ein Thema. Da gibt es ja die ganzen psychologischen Betrachtungen, aber läufst du vielleicht vor irgendwas weg? Ich wollte gerade sagen, also dann müsste ich mal einen Psychologen fragen, beziehungsweise mich da mal checken lassen. Möglicherweise, ich weiß, also gerade am Anfang war das sicherlich ein Thema, wo ich auch irgendwie das Berufliche oder berufliche Sachen und auch private Misserfolge auch mal irgendwie vielleicht aus dem Kopf gerannt habe, ja. Mittlerweile ist das Umfeld relativ stabil und ich habe viele glückliche Umstände um mich drumherum, bin Vater geworden und so, also habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas raus oder weglaufen oder vor etwas weglaufen müsste, aber mir macht es trotzdem Spaß und ich mache es trotzdem gern. Ja, keine Ahnung, also vielleicht konsultiere ich irgendwann mal einen Arzt. Ja, du bist auf jeden Fall bei uns hier und dann kannst du jetzt schon mal anfangen damit. gibt es irgendwie so für dich, hast du so einen eigenen Kilometerzähler oder gibt es so Statistiken für dich, wo du weißt, wie viele Kilometer du bisher gelaufen bist, seitdem du läufst? Führst du die oder? Ich müsste meine Trainingspläne hernehmen und das mal alles zusammenrechnen. Ja, ich weiß, dass ich jetzt in Vorbereitung auf Jordanien im Oktober in 6 Monaten 2000 Kilometer gelaufen bin. Also die gesamte Trainingsstrecke waren, wie gesagt, so 2000 Kilometer. Ja, und die letzten Jahre waren halt schon immer mehrere 1000 Kilometer im Jahr. Das ist ja Wahnsinn. Du hast es gerade angesprochen, Jordanien bist du jetzt 2018 in 5 Tagen 250 Kilometer durch die Wüste gelaufen. Da haben wir leider kein Video da. Wir haben nachher noch gleich eins für euch. Bleibt mal dran. Da war er nämlich in Namibia. Aber weil du es gerade angesprochen hast, 250 Kilometer in 5 Tagen. Wie schafft man das auch, den Körper darauf einzustellen, dass man so eine Leistung verbringt? Du hast gerade gesagt, hier ist dir zu kalt, jetzt gehst du da hin. Wie warm ist es dort? Na, wir hatten jetzt tagtäglich 48 Grad. Ja, super. Also ich war in Ägypten im Juni, da waren 42 Grad. Da habe ich gedacht, ich sterbe und du rennst noch dabei. Also völlig irre. Ja, aber wie kann man das antrainieren? Weil hier ist ja doch schon kälter als dort. Ja, also die Umstände kann man natürlich nicht imitieren. Also das damit fange ich auch gar nicht an. Das, was ich trainieren kann, ist A, natürlich das lange Laufen, ne, das die vielen Kilometer sammeln, die Woche über, sich natürlich auch mental entsprechend darauf einstellen. Macht man da, gibt es auch einen Mentaltrainer, wo man sagt, okay, ja, Ruhe und Gibt viel Literatur, die ich nutze und was ich dann auch selber umsetze. Ich arbeite mittlerweile auch mit einem Trainer zusammen. Für den sportlichen Bereich, mental ist das aktuell mehr noch so, dass ich mir das auch selber antrainiere, anerziehe und mich eben mit den Situationen auseinandersetze, die mich da erwarten. Nach eben den 2 vorangegangenen Läufen wusste ich ja grob, wie es vorangeht und wie dann auch die Tage so ungefähr aussehen. Aber wie gesagt, ansonsten natürlich viel Training, viel Laufen, alles, was irgendwie da zu so einer einigermaßen professionellen Vorbereitung dazugehört. Da kommen Leute oft und fragen, wie ist das mit Sauna und so. Ich gehe sehr gerne in die Sauna. Ich mag das schon immer gern, aber das ist jetzt nichts, womit ich trainiere. Ne? Ich weiß, dass es Sportler gibt in meinem Bereich, die sich in eine Sauna auch mal ein Fahrrad reinstellen oder so, aber das ist auch im Grunde eine eigene Interpretation. Also die Sauna bietet ja auch eine ganz andere Voraussetzung als eben eine trockene Wüste. Wollte ich sagen, sehr viel feuchte Luft. Von daher, genau, ist das halt auch nur was von Kopf maximal. Aber feucht, wie viel Flüssigkeit verliert man, respektive wie viel muss man denn zuführen, damit man überhaupt so durch so eine Wüste kommt? Also ich habe jetzt so bei diesem Mal ziemlich genau Buch geführt und das waren zwischen 14 und 16 Liter. Und 14 und 16 Liter. Aber Wasser oder trinkst du da irgendwelche Spezialgetränke? Viel Wasser natürlich und dann haben wir ISO-Gemische, die teilweise selber angerührt sind, beziehungsweise man eben auch von Partnerfirmen, beziehungsweise von Firmen, die sowas sich mit sowas eben beschäftigen, die wir da mit haben. Wir haben es auch im Video gesehen, da hast du ja so verschiedene so Töpfe auch dabei. Ja, genau. Ne? Genau, ne? Also das ist schon wichtig, da eben über die Getränke auch so viel Energie wie nur irgendwie möglich zuzuführen, weil auch über den ganzen Tag gesehen so wirklich großen Hunger, großen Appetit hast du bei 50 Grad eben nicht und in der Belastung
Von daher ist es halt wirklich verdammt wichtig, da über die Getränke schon so viel Energie wie möglich zuzuführen und eben Salz. Ne? Das ist der große Punkt, ne? Was eben auch viele, ich sag mal, Freizeitsportler auch bei einem normalen Marathon schon unterschätzen, beziehungsweise das vergessen, das Salz wieder nachzufüllen, und dann wundern sie sich, dass sie irgendwann das Wasser nicht mehr reinbekommen oder das Wasser wieder rauskommt. Das sind so Punkte, die natürlich immens wichtig und entscheidend sind. Hast du das Wasser dann hinten im Rucksack oder hast du ein Team, das dich begleitet? Weil ich glaube, alleine so durch die Wüste, also wir haben es ja gesehen auch im Bild, dass du da deine zwei Flaschen, aber da passen ja keine 16 Liter rein. Nee, genau. Also bei diesem Rennformat Jordanien oder auch die anderen beiden, da war das ähnlich, ist das so, dass man alle 10 Kilometer einen Checkpoint hat und alle 10 Kilometer dann das Wasser nachfüllen kann. Ne? Und das haben wir dann in diesen, wie gesehen, in diesen Flaschen drin oder kleinere Flaschen noch dabei, und da wird das aufgefüllt und genau, das muss dann reichen bis zum nächsten Checkpoint. Reicht auch meistens. Meistens. Martin, hast du eine Frage? Ja, mich würde mal ganz unabhängig von dem sportlichen Aspekt einfach mal interessieren, sieht man Tiere oder irgendwas in der Wüste? Ja, klar. Ja? Also wir haben wieder ganz viele Kamele gesehen, freilebende Kamele, was schon dann immer wieder auch wahnsinnig interessant ist, beziehungsweise im ersten Moment immer so ganz unwirklich, ne? Weil wir in der Zone, wo wir hier leben, natürlich mit Tieren maximal in Kontakt kommen, wenn wir in den Zoo gehen oder wenn wir einen Hund zu Hause haben oder so. Und plötzlich stehst du an einem Ort, wo eben einfach ein Rudel Kamele an dir vorbei macht und auch nicht wirklich Rücksicht nimmt oder dich irgendwie beachtet. Von daher ist das schon immer irgendwie ziemlich interessant. Ist aber nicht erlaubt, an so ein Kamel drauf zu hüpfen und ein paar Meter? Nee, das ist in der Tat auch verboten in allen Regeln, die es da eben so gibt, ja, und klar auch irgendwie andere Tiere, ne? Man sieht ganz viele Schlangenspuren, ne? Also die Wüsten sind ja sehr. Ja, und habt ihr extra, habe ich gelesen, habt ihr extra in eurem Package dazu auch Anti-Giftspritzen und so Sachen, ne? Also ihr müsst euch im Notfall auch so ein Ding ins Herz jagen oder so? Nee, das ist also eher so eine Spritze, die quasi das Gift wieder rausziehen soll, was aber sehr umstritten ist, auch unter den Läufern, weil wenn das Gift einmal im Blut ist, ist das im Grunde eher oder eigentlich nur noch mit einem Antiseptikum bzw. mit einem Gegengift dem Herr zu werden. So ein Dialysegerät bitte rumstellen. Ich bin jetzt nicht ärztlich ganz im Detail, aber im Grunde raten auch die Veranstalter dann dazu, so schnell wie möglich den nächsten Checkpoint aufzusuchen, weil in diesen Checkpoints natürlich dann auch entsprechende Ärzte dabei sind, die uns versorgen. Man muss aber dazu sagen, dass insbesondere am Tag die Gefahr von der Schlange gebissen zu werden relativ gering ist. Die ist eigentlich nur da, wenn man sich irgendwo an einen Stein hocken würde oder hockt und dort sein Geschäft verrichtet und da eben nicht aufpasst, was da so rumliegt. Ansonsten sind die so scheu, dass wir die im Grunde überhaupt. Also Schlangen habe ich in den drei Wüsten noch gar nicht gesehen, außer die Bauten und die Spuren, ne? Die sind so scheu. Skorpione schon eher, die sieht man schon mal. Die sind auch giftig, die bringen dich nicht um, aber die sieht man schon mal. Die können auch schon, glaube ich, ganz wehtun. Ne? Apropos ja, genau. Wehtun, wir gucken uns, du sprichst die ganze Zeit von anderen Wüsten, wir gucken uns jetzt mal das Video an von Namibia. Das war 2017, ne? Genau, letztes Jahr. Da gucken wir mal. Thank you.
Puh. Was war am schönsten? Gute Frage. Ja, ich glaube, am schönsten ist das Gefühl, durchgehalten zu haben. Das ist was mich für mich selbst persönlich total bewegt und was mich überaus glücklich macht, sowas durchzuhalten, sowas durchzustehen. Irgendwie, es war viel, war hart, und das durchgehalten zu haben, egal wie, ist unglaublich glücklich machend. Ja, Peter, wir haben jetzt gerade auch gesehen, Namibia 2017 war natürlich ähnlich. Auch jetzt nochmal im Interview hast du gesagt, es ist natürlich schon anstrengend und man muss da auch viel überlegen. Aber überlegen, wenn du da langläufst, die ganzen Kilometer durch den Sand, denkst du da an irgendwas? Denkst du an die Heimat oder denkst du, dass du überhaupt überlebst oder so? Jetzt gerade bei der letzten Sache Jordanien war es schon so, dass ich natürlich viel an meine kleine Familie irgendwie gedacht habe. Ne? Bin Vater geworden vor 4 Monaten. Und, Glückwunsch da nochmal. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall. Dass du da überhaupt noch Zeit hast dazu, ne? Ja, da muss ich auch wie der Kollege vor mir meiner Frau danken, ne? Die das alles so mitmacht. Auch da nochmal Applaus. Ja. Und ohne die ich das gar nicht so entschieden hätte. Also die hat es im Grunde für mich entschieden, dass ich das dieses Jahr mache, weil ich eigentlich gesagt habe, dass ich das aufschiebe und vielleicht 19 nach Jordanien gehe. Aber die hat gesagt, nee, wir schaffen das, wir kriegen das gut zusammen hin und du brauchst das ein Stück weit und du liebst es zu tun. Also mach das, und von daher, ja, würde das ohne die eben auch nicht gehen. Ne? Die hält mir da natürlich den Rücken frei. Aber es war schon nicht ohne die beiden dann zu verlassen und dann auch eine Woche weg zu sein. Von daher war das schon ein großer Bestandteil der Gedanken beim Laufen. Wenngleich sich natürlich das auch dann auf der Strecke, je mehr Kilometer kommen, je mehr verliert sich alles, was sich so im Kopf abspielt, und reduziert sich immer mehr auf die essentiellen Dinge, wie wann habe ich das letzte Mal getrunken, wie geht es meinem Körper, wie sind die Beine, wo ist der nächste Checkpoint, und ne, das geht bis dahin, dass man eben auch halluziniert teilweise, ne, wenn es einem dann nicht mehr so gut geht. Fata Morgana, Fatima? Das ist das nicht, aber ich habe eine Szene diesmal gehabt, dass ich einen schwarzen Esel gesehen habe auf der Strecke und nicht wusste, ob der Esel da ist oder nicht. Der auch irgendwie so aussah, als ob er jeden Moment mit mir reden wollte. Also, vielleicht war es auch ein Mitläufer, der erst auf die Nummer geguckt hat. Das klingt jetzt im Nachgang natürlich lustig, aber das ist dann in den Momenten natürlich schon sehr beeindruckend, wenn man merkt, dass sozusagen der Geist dann auch ein bisschen weich geworden ist. Ne? Und es waren dann nach knapp 60 Kilometer an einem sehr heißen Tag, und wir waren eben schon sehr lange draußen, und da, wie gesagt, merkst du dann im Nachgang erstmal, was das eben auch irgendwie bedeutet, so lange bei knapp 50 Grad in der Sonne unterwegs zu sein. Ne? Das geht, aber passieren Dinge, die halt dann auch manchmal eben fernab vom normalen Leben sind. Das ist irre. Ich mal ganz kurz einhaken, weil du sagst, wo ist der, oder wann kommt der nächste Checkpoint? Wie orientierst du dich dort? Es gibt, also die Strecke ist markiert mit kleinen Fahnen. Ne? Also es gibt da immer eine Crew, die in der Nacht vorher oder am Tag vorher die Fahnen mit Fahnen absteckt, die Strecke. Das funktioniert auch in 90% der Fälle sehr gut. Aber kommt natürlich auch mal das Thema Wind und so dazu. Also ich hatte es jetzt auch in Jordanien, dass ich schon 2-3 Mal da stand und dachte, oh, du siehst keine Fahne mehr. Und du müsstest jetzt mal wieder irgendwie überlegen, wie du zurück auf die Strecke findest. Ne? Und das, also da muss man sich schon auch konzentrieren. Und das ist auch ein Thema, was einen dann immer noch beschäftigt, dass du eben die nächste Fahne siehst und dich darauf konzentrierst. Ne? Weil wenn du dort mal irgendwie 20, 30 Minuten
dann keine Fahne siehst und vielleicht noch ein bisschen Pech hast mit den Streckenverhältnissen, dass du deine eigenen Fußtapsen nicht mehr verfolgen kannst, nicht mehr siehst wegen Wind oder weil es zu fest ist, der Untergrund, dann kann das natürlich auch gefährlich werden. Ne? Es ist auch da die Wahrscheinlichkeit relativ gering, aber sie ist eben da. Und also es ist jetzt nicht einfach nur so ein Spaß, um mal nebenbei ein bisschen durch die Wüste zu laufen, glaube ich. Ne? Ja, man sollte schon gut vorbereitet sein und wissen, was man tut. Apropos Vorbereitung, ich habe mich natürlich vorbereitet, bevor wir uns getroffen haben und habe gesehen, dass du bei dir auf der Homepage geschrieben hast, dass du in diesem Jahr 1000 Kilometer laufen willst, aus einem besonderen Grund. Wir haben es immer wieder gesehen, auch bei den Einspielern, auch bei den Bildern. Du hast das Thema Mukoviszidose, den Verein. Wir übrigens, du weißt es ja, wir spenden auch für den Mukoviszidose-Verein, wir engagieren uns da und du bist da ja auch sehr engagiert. Vielen Dank, Martin, genau, ich stöße dann auch gleich mal hier rein. Ja. Ja. wie kommst du dazu oder beziehungsweise warum machst du das? Genau, also das mit den 1000 Kilometern ist im Grunde schon letztes Jahr entstanden und die mache ich natürlich jetzt voll. Warum mache ich das? Weil ich relativ schnell gemerkt habe, dass sich Leute sozusagen für das interessieren, was ich tue, dass das eine spannende Sache ist. Das habe ich mal ganz am Anfang tatsächlich wirklich nur für mich gemacht und ich hätte nie gedacht, dass ich mal hier in einer Live-Sendung sitze und mich und das jemand, bei uns, ja? jemand Fragen stellt zu ja. dem, was ich da tue. Das, so war es nicht geplant, aber ich habe das eben relativ schnell gemerkt, dass es Menschen interessiert und da ja, ich das gar nicht damit bezwecken wollte, habe ich irgendwie so ein bisschen auch danach gesucht, wem ich einfach damit was Gutes tun kann und bin damals mit dem Daniel Kemp zusammengekommen, der ja den einen Verein hier in Leipzig gegen Mukoviszidose oder die Mukoviszidose-Selbsthilfe vorsteht und mit dem habe ich ein sehr gutes Gespräch damals gehabt und habe eben sehr viel über die Krankheit erfahren und eben auch, dass dort eben auch diese Aufmerksamkeit eben wirklich auch noch sehr, sehr gut tut, ne? Mhm. Dass Leute darüber reden und von da an habe ich gesagt, da möchte ich gerne irgendwie einen kleinen Teil beitragen und möchte die Fahne sozusagen des Vereins, mittlerweile sind es schon zwei Vereine, also der andere Leipziger Mukoviszidose-Verein hat mich jetzt vor kurzem angesprochen, ob ich den auch für die sozusagen mit Werbung machen könnte, in Anführungsstrichen Werbung und habe ich mich total gefreut, war da auch Schirmherr bei dem Mukoviszidose-Lauf jetzt im September, glaube ich, und habe da jetzt auf meiner Fahne sozusagen die zwei Logos der Leipziger Mukoviszidose-Vereine und ja, halte die hoch, wann auch immer ich irgendwo ins Ziel komme und mich sehr freue und auch irgendwie stolz bin, eben sozusagen ein bisschen was Gutes zu tun. Beizutragen dazu. Ja. Übrigens, wer was beitragen möchte, kann das gerne tun. Schickt uns Privatnachrichten, schreibt das unter unseren Post, wie auch immer. Informiert euch über Mukoviszidose, ich glaube mukoviszidose.de gibt es, glaube ich, gibt es einfach bei Google, da ist auf jeden Fall ganz schnell dabei. Oder geht auf peter-schlieder.de, das ist, glaube ich, die Webseite, da könnt ihr euch auch nochmal alles anschauen. Ich hatte noch ganz viele Fragen mir aufgeschrieben, aber du hast ja schon so viel erzählt, das ist der absolute Wahnsinn. Was mich persönlich noch interessiert ist, wir haben auch die Sponsoren gesehen und auch die in dem Nachgang sind, ich glaube, ohne den geht es nicht. Ich kenne dich ja, du hast ja früher im Thema Eventbereich gearbeitet und Eins machst du auch, du hast vor kurzem auch mal irgendwann so einen Vortrag gemacht oder nicht nur einen. Du hältst mittlerweile jetzt schon darüber Vorträge. Ist das cool? Also ich sag mal, ist das auch so was Positives noch, was man da noch mit rauszieht? Also ich habe schon in der Schule gerne Vorträge gehalten. Naja, sage ich komplett ja. Also auch das, ne? Also es war irgendwann, dann kamen Anfragen nach dem ersten Lauf im Oman, ne? Und da habe ich natürlich, die habe ich nicht ausgeschlagen und hab die mit Freude bewältigt und das wird immer mehr und das macht natürlich Spaß, ja, das macht Spaß, darüber zu reden und das Interesse der Leute sozusagen auch zu sehen und wie gesagt auch mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen und an tollen Veranstaltungen teilzunehmen, ne? Sonst habe ich sie irgendwie immer nur im Hintergrund organisiert, jetzt richtig, bin ich manchmal, ne? Selber irgendwie der organisiert wird sozusagen und ja, klar, das ist ein toller Punkt, macht total Spaß und ja, genau so. Mhm. Letzte Frage vielleicht, ich hatte es vorhin mal so halb angesprochen, Joey Kelly, wäre das für dich vielleicht mal so ein Ziel, gemeinsam mit Joey Kelly so eine Aktion zu machen? Ja, wenn der Joey mich irgendwann herausfordert und mich als adäquaten Partner ansieht, dann ja, aber ja, ich habe seine Bücher gelesen und finde natürlich die Sachen, die er da so gemacht hat, gut und vielleicht kreuzen sich irgendwann die Wege und vielleicht werden wir irgendwann mal gegeneinander antreten. Er ist ja ein wahnsinnig ehrgeiziger Typ, was ich auch bin und vielleicht werden wir irgendwann mal
uns duellieren in einer dieser vielen schönen Wüsten dieser Welt. Ach, das wäre super. Das würde ich gerne sehen, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Peter Steder, herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Genau, richtig. Und wir machen vielleicht doch schon den Abschluss. Also es war wieder eine tolle Sendung, über eine Stunde, viel Informatives. Marc Valenta war da, Peter Schlieder. Marc, nochmal einen Applaus für Marc. Ja, Dankeschön. Wo wir auch wünschen, dass Chemie Leipzig dann entsprechend den Erfolg hat, den er braucht. Peter Schlieder war da, haben wir gesehen. Martin Hoch war da, so wie immer. Dankeschön an René Falkner und natürlich auch an Mike Schneider. Auch da nochmal einen riesen Applaus. Und auch Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Teilen, fürs Liken und macht alles, was ihr könnt, damit wir natürlich auch immer wieder für euch da sein können. Übrigens, nächste Sendung am 6.11. Am nächsten Mittwoch, genau. Und wer dabei sein will bei der Aufzeichnung, Dienstag ab 6.11. Genau, danke. Genau. Ab 15 Uhr im Pinemaker auf der Kalibri-Straße. In diesem Sinne, bleibt sportlich. Tschüss.